Das ist Benny. Benny setzt sich für die Rettung der Orang-Utans und deren Lebensraum ein. Jede Stunde wird Regenwald in der Größe von 200 Fußballfeldern zerstört. Weltweit. Mit dramatischen Folgen für die Orang-Utans, die lokale Bevölkerung und für den Klimawandel. Orang-Utans sind vor Aussterben bedroht. Immer mehr Regenwald wird zerstört. Menschen verlieren ihre Heimat. Der Klimawandel nimmt zu. Benny ist an Muskelschwund erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Er übersteht einen Herzstillstand. Seitdem wird Benny von einer Maschine beatmet. Nur noch seine Finger kann er bewegen. Damit aber bewegt Benny viel. Ich habe ein Kinderbuch über Orang-Utans gemacht. Auch einen Trickfilm. Kinder und Jugendliche sollen wissen, dass Orang-Utans für Palme getötet werden. Das muss aufhören. Mit seinem Team tourt Benny durch Schulen und informiert Kinder und Jugendliche über die Folgen der Regenwaldzerstörung. Benny erklärt, wie diese helfen können. Zum Beispiel weniger Produkte mit Palmöl kaufen und dafür mehr frisch zubereitetes Essen zu sich nehmen. Die Nachfrage nach Palmöl muss drastisch reduziert werden. In fast jedem zweiten Supermarktprodukt steckt Palmöl drin. Auch im Tank. An Universitäten, in Buchhandlungen oder Bibliotheken erklärt Benny, dass der Klimawandel hausgemacht ist. Durch den Konsum der Menschen. Ich war in Indonesien, habe Rettungscamp besucht. Ich habe den Orang-Utans in die Augen geschaut. Diese sagen die Wahrheit. Orang-Utans haben auch eine Seele. Alle diese kleinen Waldmenschen haben ihre Mama verloren. Nicht jedes Orang-Utan-Baby schafft es in ein Rettungscamp. Viele der Waisen werden illegal für viel Geld ins Ausland geschmuggelt. Das muss aufhören. Ich bin durch kilometerlange Plakagen gefahren. Ich bin Umweltschützern begegnet und Kindern in den Schulen. Ich war in einem Urwalddorf. Ich habe mit den Menschen da gesprochen. Durch die Regenwaldzerstörung werden große Mengen an Kohlendioxid freigesetzt. Orang-Utans und andere Arten verlieren ihren Lebensraum und die lokale Bevölkerung ihre Existenz. Mit jedem Hektar Regenwaldabholzung schreitet der Klimawandel fort. Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt verlieren schon heute ihre Lebensgrundlage in der Zukunft. Werden diese einmal fragen, Papa, Oma, habt ihr das alles gewusst? Und warum habt ihr nichts dagegen unternommen? Es bleibt keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir es besser machen. Benny sammelt Spenden für ein Projekt zur Wiederaufforstung in Indonesien. 200.000 Bäume sollen neu gepflanzt werden. Ein Baum kostet 1 Euro. Spende einen Baum.